So, und Luigi weiß jetzt, wo es lang geht. Tanienmännchen. Ich immer noch, ob es irgendwas bringt, wenn die Früchte hier eine andere Farbe haben, ey. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das weiß niemand. Außer die, die es nicht sagen. Ich sehe in deine Richtung, Miyamoto. Ach ja, Shigeru Miyamoto. Was wären wir nur ohne ihn? Ja, die Frage ist halt, wie weit hat er noch Einfluss und wie lang kann sich halt die Qualität, die, ja, mehr oder minder durch ihn halt Einzug gehalten hat, halten. Da unten siehst du Schlüsselloch. Hm. Ja, überlegen, ob ich das hier mit einem Yoshi-Loss machen kann, aber ich glaube nicht. Braucht man, glaube ich, zwangsweise einen blauen Yoshi oder den P-Ballon dafür, okay? Aha! Ah, dieses Geräusch, ey. Ich muss echt zugeben, dass mir im Gameboy, in der Game Boy Advance Version von A Link to the Past einfach die SNES-artige Musik fehlt. Beziehungsweise auch die SNES-artigen Geräusche. Sind vor allen Dingen bei der Game Boy Advance Version zwei Knöpfe zu wenig. Und sagen, nach oben drücken. Na, egal, der ist jetzt lost. Ja, danke. Ach, Mann. Aber das kriegen wir auch noch hin. Okay, jetzt machen die schon Medusa-Patterns. Bevor es Medusa-Patterns gab. Die gab's schon auf dem NES. Ja, ich weiß. Ja, doch nicht.
Dachte, hätte man irgendwo hochgekonnt. Yeah. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Die Taktik in Ghost Houses. Wissen, wo der Knopf ist und dann dahin rennen. Ich bin noch nicht an der Tür vorbei, gut. Oh, nice, ein Mond sind also 3 Level, Leben ab. Yep. Okay, und das ging einfach wieder zurück. Interessant. Ja, deswegen sage ich ja, es gibt viele Dinge, wo halt in zwei Richtungen dann Ausgänge gibt. Und du hast dann zwar schon alle Wege, dir fehlt dann ein Ding, da bist du ewig am Suchen. Nein, da quetsche ich mich nicht durch. Oh, Mr. Hawker, was mir gerade noch einfällt zum Thema Super Nintendo. Es gibt auch mittlerweile ein tragbares Super Nintendo von Hyperkin, den Superboy SFC. Ach, war das dieser kleine... Ach nee, das war mit dem Game Boy Advance... nee, doch nur Game Boy Spielen. Was ich gerade meinte, ja, dieser Würfel. Nee. Der Superboy SFC ist das, wo du oben die original Super Nintendo Cartridge reinstecken kannst. Du kannst das Ding auch an den Fernseher anschließen. Das ist zwar nicht so ein geiles Bild, weil es geht halt über den Composite Out. Als hättest du HDMI-Variante oder sowas. Aber ich sag mal, das Ding als Handheld mit integriertem Akku ist eigentlich ziemlich geil. Ich sag mal, für 130 Euro kannst du dich nicht beschweren. Einzigste ist, man sollte darauf achten, dass man den SFC bekommt und nicht nur den SF. I don't know. Ja, der SF, also die haben beide einen Widescreen-Bildschirm drin. Mhm. Das Problem ist, der SF kann kein 4:3. Ah, das ist kein... Und ich weiß nicht, ich kann niemanden ernst nehmen, der sagt, er ist Retro-Liebhaber und spielt in 16:9. Und der SFC, da kannst du dir die Aspect Ratio einstellen. Einzige, was dem Ding halt leider immer noch fehlt, ist, wie viel Akkuladung noch da ist. Das ist ein bisschen nervig, weil das Ding ist dann halt wie moderne Konsolen. Das macht dann einfach plopp, wenn das Ding leer ist. Ist halt ein Hardware-Klon soweit, nur halt dann komprimiert. Viele mögen das Ding nicht, weil es so fett ist. Ich denke, ich finde das gerade geil, da tun ja wenigstens die Flossen nicht so weh. Kann das auch irgendwie überhaupt nicht ab, wenn man was Ordentliches in der Hand haben will und das dann doch nur so ein winziges Teil ist. War ja auch mit für beim Game Boy Advance SP so ein Problem für mich. Ja, nicht nur für dich. Ich meine, ich hatte damals für den Game Boy Advance so einen runterklappbaren Displayschutz mit integrierter Lampe. Und den habe ich mir nachher noch auf dem SP gepackt, damit ich mehr zu greifen habe. Ich sag mal, der Anschluss ist ja zum Glück komplett rückwärts, was das angeht. Um schon.
Och, willst du mich verarschen? Und dann nur ein Pilz, ey. Ja, super. Das Ding muss doch noch einen Ausgang haben. Ich meine, das hätte noch einen. Ich hasse diese Fluggeister, ey. Das ist auch wieder so viel RNG. Vielleicht einfach mal in die andere Richtung gehen? Nee, nee, hier gibt's, hier kommst du wieder zurück. Bäh. Ja, ich glaube, durch die Tür gerade hättest du gemusst. Ich die bisschen ja, man kann sagen, hier gab's glaube ich auch zwei Türen. Ich weiß aber nicht, ob die andere einen jetzt auch wieder zurücksetzt. Gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Ja, genau, das ist der andere Ausgang. Die vertrackten Geisterhäuser! Aha! Dave Vader da nur so, das C steht für cool. Ein 5-Leute-Battle-Royale. Wer mag der Gewinner werden? Das bleibt wohl abzuwarten. Ich sehe gerade Neppi verbreitet Fake News. Über der Sailor Mars steht Neptun. Oben rum, glaube ich. Ach ja, stimmt. Da unten war ich ja vorhin. Da hat sich, da war nur dieser zielverfolgende Drecksfisch. Denkt da gerade unten die ganze Zeit, der Fisch prügelt mit. Aber GG, Kapka hat gewonnen. Conflict resolved. Naja, hat's mich nur 1000 Teile gekostet. Ralf hat's gereicht. Da kannst du nach links durch die Wand. Ah, okay. Ja, danke, Mann. Egal, rechts rum. Da wäre der Secret Exit halt gewesen. Hm. Ja, der Arsch unten, der weckt dann die ganzen Fische. Hm. Apokalyptik! Da haut der Dave noch ein Apokalyptik raus. Ja, nice. Ah. Ah. Ich finde das halt mit den Sounds über Kanalpunkte eine ganze Ecke geiler als, dass man dafür irgendwie Bitspenden droppen muss. Das ist dann dieses Bezahle für Streamer-Interaktion. Ich finde sowas doof. Ja gut, es ist halt einfach, dammit, Leute, er ist nicht gesprungen. Es ist halt einfach Leute looten. Hm. Ja, also bei mir kann jemand einen Sub da lassen, wenn er will, er kann eine Donation da lassen, wenn er will, und ich werde da bestimmt niemanden Druck machen. Ja, so oder so nicht, ich finde es halt immer so bitter, wenn die Leute da stehen hier so Abo-Goal,
50, 100, hast du nicht gesehen. Ich hätte auch gerne das 50er Goal voll für meinen fünften, wie heißt hier, Emote-Slot. Emote-Slot, genau. Hä? Ach ja, der eine Typ. Die Bombe ist explodiert. Ja, das fünfte Emote-Slot steht bei mir ja auch noch an. Ja gut, 50 ist halt auch heftig. Hm. Sag ich mal, das war ein Fehler. Ja. Da hättest du eher auf die Umgebung achten sollen als auf Yoshi. Wie auch immer ich das gerade überlebt habe. Keine Ahnung. Verdammt. Ich kann sagen, erst belohnt er dich und dann schmeißt er mit dem Mistviecher nach dir. Dein Bruder ist auch so ein... Was war das denn? Ich habe gerade einen ganzen Moment lang nichts gesehen. Vor allem hier, wo du an dran kommen willst, da verpisst er sich die Sau, weißt du? Ja, aber der ganz klein mit Hut. Gleich kommt er wieder angeschissen hier. So. Kennst du mich noch, hä? Ach so. Doch nicht, ach so, okay. Ja, es gibt welche, wo du, wenn du die P-Switch benutzt, dann werfen sie Münzen. Oh. Arsch. Was? Mit dem verpufft die Wolke? Arsch. Oh nein. Toll. Genauso wollte ich das haben. Oh, hier lag noch Munition rum. Der. Och, komm schon! Ich hab definitiv losgelassen, als ich nicht in der Luft war. Ja, das war echt gemein. Baubazi. Ja, da musst du aufpassen. Ist der gerade nicht durchgefallen? Ja, das war auch gerade das, was ich gesehen habe. Okay. Soll das weggehen von ihm? Warum braucht er gerade so lange, um hochzugehen? Das finde ich gerade echt interessant. Keine Ahnung. Was ich lustig befinde, ist, Yoshi bekommt Schaden von der Explosion. Yoshi kann Explosion fressen. Ja, nicht. Ich brauche euch beide nicht. Fangen halt irgendwann an zu zappeln in deiner Hand und dann killen sie dich, oh, okay. Wenn du sie nicht wegwirfst. Immer ein Stückchen weiterkommen. Bei den Cooper Troopers musst du auch mal aufpassen, ob die in der Shell noch drin sind oder nicht. Wenn die Shell halt verkehrt rum ist und Augen rausgucken, dann kommen die wieder. Auch ernsthaft? Der Cover komplett offscreen, ey. Sowas ist immer cheap. Der Trick hat nicht nochmal funktioniert. Nope. Applaus, Applaus, die Supermaus. Oder so ähnlich. Outer Nowhere. War dann schön auf Guardians of the Galaxy-Weise geschrieben. You have to know where. Oder ist despawned? Das ist bitter.
lang frisst das, Übeltäter? Ach, du nicht nochmal? Du kriegst auch dein Fett weg. Kannst die Röhre verstecken, wie du willst, du. Mother Trucker. Oh yeah! Hehehehe